So, YouTube. Wir sind zurück in St. Anne. Ja. Ein kurzer Cut rüber. Wir brauchen Torpedos und andere Sachen. Und wir können ein paar Sachen abgeben, glaube ich. Ja. Wir. Wenn ich hier einfach selber herstellen? Nee. Okay. Können wir bei dir Torpedos kaufen? Kapitäne beginnen euch zu fürchten. Eiserne Hülle, Halbkanone, Kulverine, Torpedo 1. Feuert verheerende Torpedos. Achso, das ist die Waffe. Ich brauche eine Kiste voller Torpedos. Haben wir leider nicht. Neue Gegenstände herstellen. Hier hinten. Wir können herstellen Kiste voller Torpedos, weil ich das gelernt habe. Okay. 4. Weiß nicht, wie viel haben wir dann? 240 Torpedos. Das ist gut. Und Kiste mit Kanonenkugeln. Weiß nicht, aber irgendwie stelle ich da auch lieber mal ein bisschen was her. Empfehlen uns eigentlich nur Bombardendinger. Okay. Ja, wir sind in Ordnung für einen Schurken. Wo kriegen wir denn die Bombardendinger her? Logbuch von Captain Sardou haben wir bekommen. Und hier haben wir wieder 5 Marken. Ich wollte das da eigentlich haben. Okay. Geht sogar. Wo ist denn das Ding? Ach, das gibt's nur, wenn ich Premium habe. Nur dann kriege ich diese Farbe. Alles klar. Verstehe. Okay. Ja, das ist fair. Das ist halt ein typischer Battle Pass, wenn man das Konzept mag. Im Blutrauschen, ja, die schaffen wir nicht. Müssen wir noch irgendwas hier machen? Ah, wir müssen zum Seevolk. Verstehe, Buddha Forum haben wir. Müssen wir wohin? Auch irgendwo anders hin. Da hinten. Die versunkene Goldmine. Das liegt ja alles auf dem Weg. Ich würde sagen, dann teleportieren wir uns rüber. Ich meine ja, wir reisen rüber über die 7 Weltmeere. Nein, wir teleportieren uns. Fracht verwalten. Haben wir denn noch was? Wir könnten mal gucken, ob wir die Brandbombarde Schiff verwalten nach vorne packen. Was bringt uns das? Nahender Überflutungsschaden von gegnerischen Schiffen wird verringert. Okay. Könnten wir einsetzen. Wäre nicht episch, aber ich meine, Schaden vom Besatzungsangriff bringt uns gar nicht so viel. Dann versuche ich mal hier weniger Schaden zu bekommen. Vielleicht ist das besser. Und hier haben wir auch was Neues bekommen. Ja, aber was Französisches? Nee, wollen wir nicht. Wir müssen doch noch eine neue Farbe haben. Hier. Genau. Die passt nämlich zum Rest. Zu den Segeln. Viel besser. Waffen wollten wir auch nochmal gucken, nicht? Und zwar haben wir hier. Oh, die ist weniger Schaden. Die Brandbombarde. Hätte ich nicht gedacht. Ach, weil wir eine Bombarde 3 haben. Ja, okay. Wir haben echt keine Brandbombarden mehr. Ich meine hier Mörserbomben. Ich meine, Mörser benutzen wir nicht so oft, nicht? 30 geht schon. Na gut. Also, erstmal zu unseren werten Leuten hier hinten. Und hier ist auch irgendwas. Militär-Ugwana. Sie brechen bald wieder auf. Mal gucken, ob wir die noch opfern können. Die guten ugwanischen Soldaten.
Hallöchen. Willkommen an Bord. Nindizi, ukwanische Händler. Habari. Was habt ihr denn so? Die Bombarde 3 hattet ihr. Halbkanonenwerkstatt. Die Slup haben wir. Bombe bombarden. Torpedos haben wir auch. Reparatursets haben wir auch. Kalkinos Flamme. Ja, nichts Besonderes also. Ich wünsche gute Reise ohne Zuhari-Räuber. Ja, ich wünsche auch eine gute Reise ohne Zuhari-Räuber. Hier, Lieferkiste. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das einfach in so eine Lieferkiste packen muss. So, was kriegen wir jetzt? Verschönerungen wurden hinzugefügt. Und Ragout haben wir. Sehr gut. Noch mehr? Nö. Vergiftete Küste. Nee, 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 das wollen wir nicht machen. Mussten wir da hoch? Ich glaube, wir mussten hochlaufen. Da ist das erste Lager. Aber es gibt ja zwei. Ich weiß nicht, wo die hier sind oder im anderen. Überseeschmuggler. Das Geschäft läuft nicht. Ich habe nichts für euch. Ah, der will nicht. Okay. Kommen wir in das andere Lager. Hier runter. Nee. Da hinten hoch. Schade, dass es keine Karten von den lokalen Orten gibt. Aber wenn ich hier auf Map, passiert gar nichts, nicht? Wow. Ich kann nur Gruppe, Chat. Und das war's dann. Da ist nochmal das Feuer, das werden wir auf jeden Fall nochmal aktivieren. Ich kann nicht nur runterrutschen. Ich kann das hier nicht. Ach so, weil es noch aktiv ist bei uns. Dann sind die an der Küste, das hier nur mit den Händlern. Ist ja auch irgendwie lahm. Hä? Ich glaube, das UI geht schon wieder nicht. Ich glaube, das UI ist schon wieder abgekackt. Naja. Okay. Gucken wir mal, ob wir zum Segeln kommen. Also das ist wirklich beschissikus. Dass es alle Nase lang hängen bleibt, dieses UI. Also pro Tag habe ich es mindestens einmal. Ich kann jetzt an nichts mehr rangehen. Kochstellen nicht. Kann auch nichts mehr drücken, nicht? Kann nicht mehr ins Inventar. Deswegen geht auch die Karte nicht auf. Das hier geht auf. Dann muss ich hier Enter drücken. Ah, mit Y komme ich. Ah, seht ihr? Ich löse Y aus. Es passiert halt einfach nichts mehr. Das ist Bookenwalk. Ich kann jetzt auch nicht mit ihr reden. Außer indem ich aus Versehen Alt F4 drücke. Upsala. Das ist ja tragisch. Und dann starten wir direkt nochmal neu rein. Ich würde mich schämen, sowas rausgebracht zu haben. Aber okay. Lässt sich alles nicht ändern. Aber es ist ja ein Quadruple-A-Game. Da gehört das halt anscheinend dazu heutzutage. Quadruple-A. Das gehört genauso in die Aufnahme wie alles andere. Naja.
Und da ist das Spiel wieder da. Da seht doch mal den Start, nicht? Ist ja auch was Schönes. Crossplay. Jawohl, okay. Das Spiel ist sehr, sehr schnell. Jetzt kommt noch der Verbindungsaufbau. Man hat richtig Spaß dabei. Spaß, 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 Spaß. Das Spiel macht uns doch viel Spaß. So, fortsetzen, fortsetzen. Dann kann ich auch noch was trinken. Und da sind wir wieder. Arr. Gut, direkt an Bord gehen. Schnellreise. Da müssen wir uns nämlich hier nicht durchplagen. Dann gehen wir direkt zu denen erstmal und dann greifen wir danach das Fort im Süden davon an. Das ist, glaube ich, eine viel, viel bessere Taktik. Was wollt ihr? Halbkanone 3. Wenn ich den Bauplan noch nicht kann, überlacken Schuppen. Komm, wir kaufen das mal alles hier. Für Bombarden, neben Mörser bräuchten wir Reparatursets. Halterung des Jägers. Nee, brauchen wir alles nicht. Wir reden später weiter. Ja, ja. Dahin ist das Lager. Aber man muss sagen, bessere Lauf- und Animation wie Starfield. Wasser nehmen wir mit. Ja. Ich mache einen Takt. Ja? Ja, wir wollen. 32 Zuckerrohr. Lüptelüdel. Unser Gespräch bleibt unser Geheimnis. Ja, unser Gespräch bleibt unser Geheimnis. Habt ihr hier noch Kanonenkugeln oder Mörsergranaten rumliegen? Nicht nur Elfenbein? Ich glaube, hier konnte ich nur das Feuer auslösen. Oh, ein Schatz! Einfach random! Oha! Zieh die Kiste einfach so aus dem Sand mit einer Hand. Kein Thema für uns. Wir sind der Hulk, der Truhen und Kriegen, Geschmeide, Elfenbein, Gold, Kakao, Schellack, Kampfstoff. Wow. Immerhin. War ja eine richtig tolle Kiste. Pulver. Wirf es. Das gute Pulver. Segel setzen. Dann gehe ich hier nochmal in die Fracht verwalten. Nee, wir machen wieder mehrfach. Das kann rüber. Torpedos. Brauchen wir so viele Torpedos? Ich weiß es nicht. Bombardenbomben sind auch nicht so viel. Die sollte ich noch nachholen. Schellack, Sehne, Brandy, Kakao. Die Waffen können auf jeden Fall rüber. Bombarde 3 haben wir. Die Nachrichten können wir lesen und den Zuckerrohr packen wir auch rüber und ja, das auch. Nee, das auch noch.
Sehr gut. Und wir nehmen dafür noch ein paar Bombardenbomben. Wo waren die denn? Vorräte, glaube ich. So. Da. In den Frachtraum übertragen. Wie viel nehmen wir nochmal mit? Nummer 100, oder? Sicher, sicher. Klingt nach einer... Na, Leertaste. Nach einer vernünftigen Sache. Brauchen wir noch mehr? Ja, die 30 Mörserbomben machen mir so ein bisschen Sorgen. 200, 900. Segel setzen. Wir versuchen es einfach. Das Glück ist mit den Dummen, sagt man. Also mit uns. Unser Schiff ist noch angepinselt. Wir sind gen Süden ausgerichtet. Also können wir auch direkt da angreifen. So, die beiden Türme hier müssen weg. Was ist da jetzt? Jäger und Gejagte. Ja, brauchen wir nicht. Sag mal, welcher ist denn das für ein Turm? Wo sind wir? Da. Der Turm ist nicht wichtig. Das ist der erste Turm, den wir angreifen müssen. Das ist auch irgendein Kreuz. Da ist noch eins. Das heißt hier auch irgendwie The Cross oder so, nicht? Und ohne, dass sie wissen, wie ihnen geschieht. So, Bewaffnung, Bewaffnung, Feuer. Alle feuern! Das ist unser Ziel, Kapitän! Schickt uns auf den Meeresgrund! Jetzt haben wir wenigstens auch noch solche Waffen. Zurück auf eure Posten, los! Die Segel laufen! Weg mit dem Turm. Oh oh. Feuer frei! Der weicht unseren Torpedos echt gut aus. Und hinten. Jawohl. So, wo ist der Turm? Da. Feuer. Feuer! Wir wollen Blut und Schätze! Feuer! Wir erwischen uns! Volle Salve, Kapitän! Wo ist er? Ah, ob sie das überstehen? Oh. Ich vergesse immer, wenn ich nicht gerade gucke. Zählt auch noch nicht als zerstörter Turm. Ich verstehe es nicht. Oh oh. Oh oh. Level 1? Jetzt sind die leichte Beute. Versenken die sich nicht einfach selber bei Level 1? Euer letztes Stündlein schlägt. Das wird sie lehren, uns zu fürchten. Du bist Level 6. Erstmal dich hier versenken. Jetzt dich hier. Oh, und du bist auch noch dabei. Oh, schon wieder so viele. Oh.
Die haben diese Mörser halt, das ist echt. Aua. Die haben so viel krasse Mörsersachen. Der Abgrund erwartet euch! Und warum haben die das mit Level 1? Ah, der zählt dabei jetzt versenkt. Sehr gut. So, der versinkt auch. Sehr gut. Entern! Entern! Gleich haben wir sie! Jawohl! Weg mit denen! Mann, 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 Mann! Das hat sich doch gelohnt! Naja. Bomben für Bombarden immerhin ein paar bekommen. Okay, aber wenn das jetzt auch nichts bringt, die Türme da hinten anzugreifen. Ich meine, die Schiffe, okay, 5 haben wir immerhin, anstatt 11. Aber Kompanietürme? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Das ist echt so ein Problem vom Spiel, das manche Sachen nicht erklärt. Vielleicht, wir machen mal die Stadt und vielleicht zählt die. Das ist das Schiff, was wir suchen? Ich sammle hier erstmal ein. Das ist das Schiff, was wir suchen. Jawohl. Schnelles Ende. Können wir gerade noch ausweichen? Greift der uns an? Anscheinend. Ich ramme. Oh, und die Franzosen greifen auch gleichzeitig an. Wir müssen eigentlich diesen einen Turm wegkriegen. Deine Kassette am Pfad ist hinten locker. Ja, da musst du doch mal mit deinem Bleistift einfach die Kassette nachziehen. Und wieder auf... aufdingsen. Ja, ausweichen. Hier sind zu viele mit dem Franzosen und diesem Roten. Ich kann nur einen von beiden jetzt hier... Aber ich kann hier so ein Mörser-Ding. Ah, zu schnell. Ah, schade. Direkt reingefahren. Der könnte ein Volltreffer werden. Jawohl. Natürlich schicken wir sie auf den Meeresgrund. Scheiße. Okay, Ram tötet uns. Respawn. Er kann aber auch zu viele. Also ich weiß gar nicht, wie soll man das denn schaffen? Man soll das Ding... Das ist Level... 3 Level unter uns oder so.
Okay. Ja, können wir mal bitte fahren vielleicht? Hallo, Schiff. Diesen Witz verstehen junge Leute nicht mehr, denkst du? Ach klar. Gute Witze, Alter, nie. Genau wie Kassetten. Ich habe echt keine Ahnung, was das bedeutet für ein Fahrrad, wenn die Kassette locker ist. Also locker ist nie gut, okay. Aber dass nun tragisch ist, einfach zu beheben, das kann ich echt... Aua. Okay, jetzt müssen wir eh nach Norden erstmal uns reparieren, nicht? Kleinschiffe sind immer das Fiese. Die haben irgendwelche krassen Waffen an Bord. Das Gute ist, wenn die Torpedos an einem vorbeigehen, treffe ich den anderen. Laut Internet muss die Kassette ab und dafür bräuchte man wieder einen dummen Extraschlüssel. Das ist ja wie beim MacBook. Da brauchte man auch immer alles extra. Das Schiff gefällt dir gar nicht. Du gefällst mir nicht. Das ist Schiff-Shaming. Lass sie nicht entkommen! Jawohl. Oh ja. Das macht uns so reichen Leuten. Nehmen. Kann ich einfach. Hallo? Kann ich. Danke. Also das ist zum Beispiel auch schlecht gemacht. Looten, während man kämpft, nicht? Man ist mit im Kampf und der Kampf geht weiter. Okay. Da werden wir sterben. Dann hauen wir jetzt mal ab. Ja, ein einzelner Schuss hat nur noch gefehlt ihm. Ich will zu viel. Ich glaube. Wir sind halt nicht stark genug, aber ich weiß auch nicht, wie ich stärker werden kann, wenn ich die Aufgaben nicht schaffe, die unter meinem Level sind. Wenn das so ein Spiel ist, wo man unbedingt in eine Gruppe sein muss, dann macht das halt auch absolut keinen Spaß, nicht? Was hat der Teufel nur vor, Alter? Bin ich denn Teufel oder was? So, wo sind wir gesunken? Hier. Oder? Nee. Wo sind wir gesunken? Wo sind wir gesunken? Das sind doch nicht die Sachen, die wir dabei hatten. Hä? Sind jetzt unsere Sachen weg? Ich bin doch... Aber ich habe die doch eingesammelt. Aber Wrack wird nicht mehr dargestellt. Altmetall? Hier muss ich doch gestorben sein. Das sind keine Schiffe, die ich... Ich hab's entdeckt, Kapteni! Da drüben! Sie haben Verstärkung! Sehr gut! Übergeben Sie den Blitz zur Heilung! Meine Sachen sind weg. Wow.
Boah, ich hatte wirklich nicht so viel dabei. Aber mein Hähnchen ist weg. Mein Wasser ist weg. Das tut schon weh. Aber wir müssen uns erstmal reparieren fahren. Kann uns wenigstens nichts anderes bombardieren. Haut da einfach ab. Feigling! Ich wäre wieder in den Kampf gegangen, aber du wolltest nicht. Auch noch ein Abschiedsgeschenk. Bereit zum Feuern! Okay, also mit dem Schiff kommen wir da auch nicht weiter. Mit der Aufgabe. Vor allem, ich weiß halt nicht, was Türme sind. Wenn das ein Turm ist, hier Fort Dubu, schaffe ich es eh nicht, nicht? Ich komme ja nicht mal ran. Ich komme bis zum ersten Turm und dann werde ich zerstört. Das bringt mir gar nichts. Was haben wir denn noch für Aufgaben? Irgendwas Spannendes. Fangszene der Pharah könnte man noch abgehen. Jäger und Gejagte. Ah, da müssen wir in die Kampagne und hier müssen wir in eine Siedlung des Seevolkes. Okay, das schaffen wir nicht. Das hier könnten wir versuchen. Oh, 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 oh. Segel einholen! Wir wollten noch vom Bord gehen. Ab ans Lager. Beschaffe Elfenbein. Warte mal, den können wir jetzt doch abliefern. Wo muss ich denn dafür hin? Also ich komme echt mit diesem UI nicht zurecht, nicht? Es wird alles mögliche angezeigt, was mich nicht interessiert. Und wo liefere ich jetzt diese eine Scheißaufgabe ab? Ich weiß es einfach nicht. Die roten Sachen sind irgendwelche PvP-Sachen, die ich nicht will. Die Händler, die verkaufen irgendwie gar nicht wirklich was. Da kriege ich nur irgendwelche neuen Aufgaben, die ich eh nicht mache, weil die meisten unter meinem Level sind. Merkwürdig. Okay. Ich habe auch meine ganzen Schatzkarten und so verloren dadurch, nicht? Das ist natürlich kacke. Okay, also am besten immer alles, was man nicht wirklich mit haben muss, ablegen, nicht? Okay, an dieser Insel. Warte, da können wir ja kurz gucken. Ist das wieder dieses Ding? Nee. Hier, da. Da müssen wir hin. Ah, aber es ist weit weg. Hm.
Ich bin mit der Gesamtsituation aktuell unzufrieden. Na? Das haben wir alles gekauft? Nicht, bei ihr waren wir ja erst. Stimmt. Sichere Fahrt. Auf welche afrikanischen Schätze ist Gerlok und Tuling wohl abgesehen? So, erstmal reparieren. Abliefern Elfenbein. Stielwaren von ukwanischen Handelsschiffen, um den Bedarf an exotischen Waren zu decken. So, ja, habe ich. Und dann? Wir können noch mehr erreichen. Ach, da muss ich zum Piratenfürsten. Alles klar. Da muss ich nach da, die Seite wenden. Okay, Kit der Tiger. An der Südseite der Île Royale. Ah, okay, aber da sind auch die anderen. Nee, da will ich nicht hin. Der Fall Lanitras. An der Südküste der... Ja, wo? F? Hm. Okay, da haben wir gar keine Hinweise mehr. Ich finde das mit den Hinweisen zum Beispiel auch komisch. Man kriegt die aber nicht richtig mit und dann am Ende sind sie weg. Wow. Am meisten kriegt man die im Moment, wo man sie gar nicht gebrauchen kann. Wir segeln mal einfach da nach Norden. Vielleicht haben die ja was zum Handeln. Reparatursatz 1, Reparaturset 3. Hol ich mal. Kiste voller Torpedos. Bombarden. Ich liebe den Klang von Silber. Kanonenkugeln. Möge die See eure Feinde verschlingen. Dann sind wir wenigstens aufgefüllt. Und Segel setzen. Da oben ist ja auch irgendein Ding. Das will ich mal gucken, ob das was bringt. Sonst segeln wir rüber nach Asien. Und machen da die Aufgaben. Ich glaube, weil wir haben ja den Padawang aus Asien. Könnte durchaus sein, dass das, wichtig ist, dass wir da weitermachen. Ein großer Sturm kommt auf uns zu! Stürme bedeuten... Alle Feuer an! Da ist ein Schiff, Captain! Ein Kaperschiff! Level 9. Level 10. Was ist das? Was ist deine Brigantine? Der da. Ob wir den versenken müssen? Oder ist der lieb? Oh, direkt versenkt. Arbeitet zusammen auf die Gefechtsstationen. Upsi. Tanzt die Kanonenkugeln immerhin. Okay, war das alles? Nee. Okay, wir sollen nach Hinweisen Ausschau halten. Da ist der doofe Typi. Ich glaube, der ist uns auf dem Fersen.
da drüben. Was kann das sein? Abtrünniges Kriegsschiff! Gegen das Kriegsschiff kommen wir nicht an, Kapitän. Elite-Captain in der Nähe. Oh. Okay. Ich hole mir alles wieder, was ich verloren habe. Andererseits ist es auch mal gut, das Inventar bereinigt zu haben. Von den ganzen Karten, von denen man eh nicht wusste, was man damit anfangen soll. Trotzdem blöd, dass es wieder durch einen Bug passiert ist. Also, ich stelle mir das halt ärgerlich vor, wenn man irgendwas Teures hat, nicht? Dann wird man irgendwie versenkt und, ja, weil man zu dicht an der Küste ist, verschwindet dann das Schiffswrack und deswegen hat man seine eigenen Sachen nicht mehr. Weiß nicht. Level 5. Wieder sind gefährlich. Sind genauso stark wie wir. Dem will ich mich echt nicht anlegen. Ist immer eine gute Idee, auf Blitze und Gewitter zuzufahren, nicht? Ja, jetzt habe ich gar kein Wasser mehr. Das müssen wir kaufen. Oh, ich habe sogar die Reparatursets verloren, nicht? Shit. Nee, habe ich doch noch. Okay. Kein Walfleisch. Da gerade ein Seeungeheuer. Oh, da scheint die Sonne. Ist aber auch echt voll. Okay. Level 12, ja, den schaffe ich nicht. Und da ist noch einer daneben. Don Miguel. Nee. Französisches Kriegsschiff! Segelleichter Kessel! Eine Geläufige ist nicht ewig! Streich die Decken mit Blut! Der ist Level 9, das ist natürlich auch krass. Die rammen uns, die Schweine. Jawohl. Jawohl. Wir sind bereit. Bin auch bereit. Wir sind ein bisschen schneller, das ist gut. Jawohl. Ich zeige euch meine Klinge. Also, solange es nur die Klinge ist, kann ich damit leben. Leuchtsignale verschießen. Was? Nein, nein, nein.
Leuchtsignale wollen wir nicht. Benebar, ihr seid tot! Ihr könnt selber leuchten. Erteilt ihnen eine Lektion! So. Okay, wenn ich nicht boarden darf, dann tschüss. Wunderbar. Magnetiumbahn. Ja. So, der bringt uns wenigstens in der anderen Aufgabe 1 näher. Okay, wo ist der nächste Hafen? Die Insel vor uns da. Dann fahren wir da auch hin. Und dann von dort nach Asien rüber. Und da werden wir dann neue Dinge erleben. Gin. Gin gibt es da oben noch mehr. Und wir können Mohn vielleicht umwandeln. Ich bin gespannt. Ah, das war zu hoch. Nur eine Sternkarte drin. Kann ich bei den Typen abgeben, nicht? Michel. Segel einrollen. Schnell weg. Bevor uns noch irgendjemand angreift. Okay, alles wieder wegpacken. Und zum Glück haben wir unsere Waffen behalten. Das will ich auf jeden Fall. Das Elfenbein, das ist alles wertvoll. Weiß nicht. Das kann... Silberkiste. Die Sternkarten. Okay, Schatzkarten kann ich nicht übertragen. Okay. Ach, das Ding. Ah, okay, aber die kann ich. Okay. Hinweis auf ein Relikt des Seevolkes. Langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Nee, leider nicht. Leider gehen wir sehr oft unter. Da. Ja, auch die französischen Sachen. Können sie behalten. Was? Immer noch mehr Verschönerungen. Okay, warte. Das ist doch wieder auf diesen... hier versteckt. Na? Da. Nicht gar nicht schlecht. Jetzt haben wir alle angeguckt. Okay, Schiff reparieren für 5 Silber und wir reisen da drüben hin in den asiatischen Hafen. Neue Gewässer, neues Glück, sagt man. Und die können wir auch gebrauchen. Prost. Versunkene Goldmine lockt euch. Ja, ja, ja. Das ist das Lagerhaus, Briefkasten, Schmugglernetzwerk. Ich kann es nicht erwarten, von eurem Erfolg zu berichten. Mein Arbeitgeber bietet jenen Gelegenheiten, die sich auf der trügerischen See zurechtfinden. Wir werden jede Woche neue Aufgaben für euch haben. Sprecht mich an oder seht in eurem Logbuch nach, um euren Fortschritt zu erfahren.
Vertretet die Interessen meines Arbeitgebers in der Region und ihr werdet belohnt. Sofern ihr nicht auf dem Meeresgrund landet. Ja, Meeresgrund kenne ich nur zu gut. Okay. Armand und Bertrand betteln darum, versenkt zu werden. Auftragsbrett brauchen wir auch nicht. Wir suchen die Opiumhöhle. Der Preis war eine Unverfrorenheit. Lass mich doch nicht aus. Wo waren die? Zimmermann, der hat auch was Neues. Was hast du denn? Es heißt, ihr hättet einen Piratenjäger besiegt. Gut. Das klingt gut. Eine Bedrohung weniger. Fertige Produkte sind nichts ohne Pflege. Mit Öl bewahrt man ihren Glanz. Okay. Ich kann hier aber nichts kaufen und verkaufen. Ja, doch jetzt. Okay. Was kann ich kaufen? Aufgewertetes Reparaturset 3. Bauplan hole ich. Bleikessel. Reparaturschmiede, flüchtiger Brennstoff, explosiver Bottich. Schaden gegen Gebäude wird erhöht. Oh, da muss man, glaube ich, richtig gucken, was man dann für eine Ausrüstung braucht. Kanonen die Küste um. Die Explosionen sind gar nicht gut. Horrido, Pirat! Horrido! Plündere Holzburg Subur. Du hast nichts für uns. Hier sitzen wir rum. Veredelung hat eine Aufgabe hier. Hm, so, so. Vielleicht wird aus euch ja doch noch was. Bon voyage, Kapitän. Lasst euch nicht fressen. Wow. Wracks zu plündern ist ein lukratives Geschäft. Zumindest, wenn man den Anblick von Leichen erträgt. Okay. Leichen sind unser zweiter Vorname. Gegenstände veredeln? Ja, wir können auch noch Sachen herstellen, nicht? Wir haben so viel Zeug. Aber wir haben wenig Materialien für die blauen Sachen, die wir dann wahrscheinlich eher brauchen wieder. Das grüne Zeug haben wir alles in Massen da, nicht? Die Zeit drängt. Was stellen wir dann hier, wenn wir es brauchen? Bringt, was ich brauche, desto besser für uns beide. Wo geht's hier hin? Hier war die Opiumhöhle, oder? Ne, hier war der Chef. Beleidigt ihr mich. Das solltet ihr Piraten euch merken. Yes. Da, oder? Ne, da Spiegel. Bist du sicher, dass das wo war das denn? Hier hinter, 55 Meter. Okay. Bin ich ja wieder am Anfang. Unser Captain. Ach, hier rein vielleicht? Nee, hier kommen wir nicht durch. Das ist das Auftragsbrett, das interessiert mich auch noch nicht. Okay, ein unsichtbarer Vorhang, den man nicht wegkriegt. Wow. Wie viel Chandu hast du dabei? Angst? Ha! Hm. Hier gibt es kein Gesetz, Mann. Meter 30. Da oben. Das muss es sein. Ah, da. Boah. Es gibt was Neues. Lasst mich nicht warten. Ich werde eure Zeit nicht mit Plauderei verschwenden. Wenn ihr eure Probleme vergessen wollt, seid ihr bei mir richtig. Hier gibt es das beste Opium im Indischen Ozean. Macht ihr Probleme, statt sie zu vergessen, seht euch vor. Ich bin nicht für meine Nachsicht bekannt. Wählt eure Illusionen, doch denkt nicht zu viel nach. Jeder Traum wird irgendwann zum Albtraum. Okay. Okay. Hiss das Segel, machen wir. Ein übler Wind, der keinem Gutes tut. Doch seht nur, was die letzte Böe reingeweht hat.
Ich bin Huma, Janitas große Schwester. Das ist meine Opiumhöhle, die Palkaput. Wenn ihr wollt, der blinde Fleck. Ich weiß schon, wer ihr seid. Egal, was meine Schwester gesagt hat, ich bin nicht so leicht zufriedenzustellen wie sie. Und auch seltener betrunken. Ihr habt den Indischen Ozean überquert. Segeln könnt ihr. Mal sehen, was ihr sonst noch so vermögt. Glaubt mir, ihr werdet nichts in Teluk Penjara bekommen, was ihr euch nicht redlich verdient habt. Einzige Ausnahme. Euer Kontor ist da, wenn ihr bereit seid. Aber sonst, das ist nicht Saint Anne und ich bin nicht Janita. Okay. Okay. Ich würde sagen, alles Weitere in der nächsten Folge.